Das Problematische ist, dass man Menschen innerhalb von in Gruppen einteilt anhand von Identitätsmerkmalen wie sexuelle Orientierung oder Hautfarbe. Ja, und diese Gruppen gegeneinander ausspielt in Bezug auf die Frage, wer hat wie viele Privilegien und wer soll wie viel Macht haben. Und letztlich führt das zu einer Spaltung und zu einer Polarisierung und zu, ja, zu aggressiv gefärbten Kämpfen zwischen den Gruppen und zu Ablehnung seitens der sogenannten Mehrheit, die sich natürlich unter Druck gesetzt fühlt und ja, letztlich dann wenig Toleranz aufbringen kann für das eigentliche Anliegen von Diskriminierungsabbau.